Hallo und herzlich willkommen zurück zu Mission Tabellen mit eurem Rockborg und Quatsch, nicht Battlefield, Battlefront. Ja, so kann man sich irren. Erstmal wieder dran gewöhnen. Oh, das regnet der Punkte hier. Brauchen wir jetzt nur noch den Falken und dann ist alles schick. So. Wenn ihr den Falken oder Boba Fett spielen wollt, dann müsst ihr die Augen offen halten nach dem Symbol des von den Helden, was meistens unter dieser Brücke gerade ist. Das war eine hartnäckig. Nehmen wir einen anderen. Hier gibt es ja KI und KI-Flieger und richtige Flieger. Boah, hat der mich doch voll gerammt. Oh, und da ist Boba Fett. Ah. Jetzt müssen wir erstmal die Fähre da angreifen, den Transporter. Gucken, ob die Karre hier so schnell ist, dass wir da auch hinkommen. Hinterherfliegen ist meistens kontraproduktiv. Na, ist er schon weg? Dann nehmen wir Boba Fett. Der ist genauso gut zum Abknallen. Jetzt müssen wir natürlich aufpassen, weil wir gleich tot sind. Wenn es einer trifft. Genau jetzt. Am besten ist, man sammelt vorher dieses, naja. Diese Icons hier ein. Einmal Reparatur, so gesehen. Was man natürlich nicht am Anfang braucht, aber so mittendrin wäre das schon ganz gut. Gerade mehrere unterwegs, um Boba Fett fertig zu machen. So. Und zwar dieses hier. Denn wie ihr seht, sind dann die Abklingzeiten kürzer. Und das hilft ungemein bei der Zerstörung. Boah. Ich hatte doch gerade mein Schutzschild angemacht. War wahrscheinlich ein Ticken zu spät. Das Problem ist, dass ihr das natürlich immer wieder neu einsammeln müsst. Wie ihr seht, ist unsere Killrate natürlich nicht gerade hoch. Wenn ihr zum Beispiel die F1-Taste drückt, könnt ihr zum Beispiel eine Linksrolle, eine Rechtsrolle oder auf F2 zum Beispiel genau in die andere Richtung fliegen. So, jetzt müssen wir erstmal hier was einsammeln. Ansonsten haben wir hier nämlich Trauer. Zack. Ja, auf F2 könnt ihr so gesehen eine Kehrtwende machen. Und F3 natürlich rechtsrollen und F1 so gesehen links rollen. Ah, das sieht ganz gut aus. Denn unser Transporter scheint es wohl zu schaffen. Perfekt. Das gab Punkte. Ist natürlich super. So, Boba Fett habe ich jetzt auch nicht mehr gesehen. Da ist der Falke schon unterwegs. Wow. Hat er
haben wir den gemobst. Ich habe das Gefühl, so viele Flieger sind hier gar nicht unterwegs. Mist. Da hat er mich weggenetzt. Oh, und da sind wir auch schon durch. Das war mal eine schnelle Runde. So, 5 zu 5. Naja, eine KD von 0. Auch nicht schlecht. Besser als Minus. Aber es waren auch gefühlt irgendwie weniger Kämpfer. So, mittlerweile bin ich schon Rang 19. Das ist natürlich sehr vorteilhaft, wenn man dadurch mehrere Sachen freispielt, die man sich dann kaufen kann, wenn man genug Kohle hat. Dementsprechend habe ich mir schon ein Sprungpad gekauft, also Sprungpack gekauft. Dann habe ich, wie gesagt, noch eine zweite Hand und ein Merkmal, nämlich dies hier. Kämpfernatur, das ist eigentlich ganz hilfreich, aber ansonsten gibt es hier natürlich noch viele Sachen zu kaufen und zu entdecken. Einige werden wir euch zeigen, aber wahrscheinlich nicht alle. Also ich glaube, ich werde niemals mit der Armbrust schießen, weil finde ich ein bisschen sinnfrei, aber gut. Mal schauen, was da noch so kommt. Schauen wir uns noch mal ein Spiel an. Diesmal auf der Seite. Diesmal auf der Seite des Imperiums. Mal schauen, wie viele Punkte wir hier machen. Wenn wir überhaupt welche machen. So, denn Imperium ist immer extrem schwierig. Finde ich jedenfalls. Denn die haben nämlich kein Schutzschild. Ach, toll. So ein A-Wing ist natürlich auch extrem schnell und wendig. Schwierig, den zu kriegen. Noch blöder, wenn er einen verfolgt. Wow. Zum Glück habe ich wenigstens einen mitgenommen. War allerdings nun KI. Ja, großartigen Unterschied zwischen TIE Fighter und hier diesen Abfangjäger habe ich nicht wirklich rausgefunden. Außer, dass beide kein Schutzschild haben. Und hier muss man natürlich aufpassen, wieder diese Dinger zu kriegen. Alter Schwede. So, suchen wir uns einfach mal einen aus. Kann man natürlich richtige Punkte holen hier. Wenn sich hier direkt ranhängt an den Falken. Bis jetzt habe ich nicht gesehen, dass er ein Schutzschild hatte. Tragisch. Ah, schon wieder ein Schutzschild. Bringt natürlich absolut keine Punkte. Aber ich würde sagen, wir bleiben hier einfach mal dran. Jetzt bin ich gleich im Eimer. Ja, das war abzusehen. Aber es hat ordentlich Punkte gebracht, denn somit sind wir schon auf Platz 3. Rein von den Plätzen her ist es natürlich egal. Sei denn, jemand will unbedingt Erster werden. Gut, okay, dann ist es natürlich toll. Aber gleich wieder am Arsch. Ach, der hat schon wieder ein Schutzschild. Punkte, Punkte, Punkte. Ich glaube, dass der Abfangjäger länger schießen kann. Rebellenjäger, hinter dir!
Viele werden jetzt sagen, wow, hat das auch endlich gemerkt. Aber es ist auch nur eine Vermutung. Oh, da hat es mich wieder weggerissen. Das Blöde ist, ich sehe immer nicht, ob der ein Schutzschild hat oder nicht. Natürlich erkennt man das daran, dass er so ein blaues Schild da dran hat. Hey, werde ich hier schon bef... Ach, hey. Das fängt ja gut an hier. Zum Glück ist er gleich abgeschossen worden. Und die Gegner sind arg im Vorteil. Jetzt werden wir erstmal die Fähre hier zerstören. Oh. Oder auch nicht. Das Schöne ist, wir haben ja Turbo. Ach, super. Ist schon zerstört worden. Perfekt. Läuft. Aber das hat er schon mal hingekriegt. Auch versuchen wir uns mal eins zu nehmen, was ein bisschen leichter zu kriegen ist. Jawohl. So, und das ist auch schon der Falke. Schon wieder ein Schild hat. Also ihr seht jetzt dieses blaue Schild. Das heißt, er hat ein Schutzschild. Gut, jetzt haben wir verloren. Naja. Das war jetzt nicht die beste Runde, aber... Wir haben immerhin 2 Kills gemacht und haben 2500 Punkte gemacht. Was 252 Credits bedeutet, mindestens. So. Schauen wir uns das mal an, ob das auch stimmt, was ich erzähle. Da kriegen wir sogar noch ein bisschen mehr. 3020, sehr schön. Läuft. Ja, dann würde ich mich freuen, wenn ihr nächstes Mal wieder einschaltet. Wenn es heißt, amüsiert Tablette, spielt Star Wars Battlefront. Bis dann, euer Rockbock.